quasi jetzt eine neue Folge. Level 3. Naja. Da fehlt noch jemand. Was denn? Bereit drücken. Zum Bereit drücken. Achso, bereit. Moment. Alles war jetzt auf dich. Ich hab grad doch die Waffen angepasst. Naja. Müssen wir jetzt alles nochmal neu machen? Yep. Nee, oder? Ach, du Scheiße. Ja, super. Ich dachte, es gäbe einen Checkpoint oder so. Gar nicht. Wenn vorbei, dann vorbei. I don't trust this psycho. Roy! Roy, open up! Open the door, you twat! Roy! Wenigstens muss man jetzt, wo es lang geht und so weiter. Dann kann ich ja kein Schritt vorlaufen ohne euch. Well, it appears my associate on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. Oh, jetzt zum ersten Mal dieser Pizzakarton. Stay on the radio. Ja. We ain't alone. Einen lässt da liegen, weißt du? Den einen tötest du und den anderen daneben lässt du. Nee. Doch, einen hast du liegen gelassen. Hey, I'm reloading! Achso, ja, ich hatte eine Schläfe. Radwerfer. Ah, yeah. Now we rigged those up so that Zeke couldn't stumble in. There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun! Caron! Jetzt mit dem hier, weil der kommt durch die Wand. Den hab ich. Welchen? Der hier. Den hab ich grad ums Eck gekillt, weißt du? Der hing da. Warum nicht? So, ich hab Schalter 1. Okay, the next switch might unlock it. Ich mache Schalter Nummer 2. We got all the switches. Where? Another locked gate. Does anyone see a switch? Auch die Dinger müssen wir wieder machen. Jo. Gut, genau. Soll ich mal Teil 1 schon mal machen? Ja, kannst du gerne machen. Doch nicht. Dadurch, dass ich da jetzt... Ja,
Eine Minute haben wir Zeit. Kennt, kann ich ja jetzt auch ein bisschen laufen. Der andere Schalter ist auch noch. Ne, der andere Schalter ist. Ich wollte durchfahren, halt gucken lassen, weswegen ich keinen Schalter betätigt habe. Aua! Danke. Thomas wollte mich gerade anspringen. Das war ein Creeper. Mhm. Ich habe noch einen. Ja, den euch auch. Leider war es. Noch einer. Hab ihn. So, und jetzt bitte nicht sofort den Hebel betätigen. Dann halt erstmal die Verteidigung bauen. Oh, my little hatchlings have reached the sea! There are two control rooms here. Use the one on the right. I'm reloading. Sturmgewehr und Kampfschlussrinder. Wie gesagt, ich brauche das Sturmkarabiner. Falls das einer findet, wird ja. Bescheid sein. Dann nehmen wir wieder mal die Sprengladung an Bord. Hier ist eine Verteidigungskiste hier oben. Nein, ich will nicht die. Oh, komm hier. Immer mit einer kompakten Kiste. So, und jetzt erstmal das alles mal aufladen. Wunderbar. Hier ist eine PDW, das ist sozusagen eine MP auf der Sekundärwaffe. Hier oben ist auch noch ein Verteidigungskit. Wie kann ich die Kettensäge zum Beispiel nutzen? Ich habe jetzt also eine schwere Waffe. Dreieck gedrückt halten und dann L2 drücken oder R und R2. Okay. Ich will niemand die PDW haben? Nö. Okay. Und hier ist noch ein Automatikgeschütz. Also ein, so ein Verteidigungskit. Eins habe ich zum Beispiel noch genommen. Habe ich auch aufgestellt hier hinten irgendwo. Hier steht's, ja. Genau, du kannst mehr als genug nehmen. Okay. Du kannst so viele, wie du willst. Also für 100 solcher Dinge erstellen, gibt es eine Trophäe. Oh Leute, ich habe jetzt gestartet, ne? Wir haben jetzt... Schon traurig, dass unser Bot die meisten Kills von uns vieren hat, ne? Okay. Da bin ich drauf geachtet. Ich hab's jetzt gerade nur bis Zufall gesehen. Ich hab nur 12, also ich krieg auch ziemlich weit hin. Ich glaube, das ist mir das erste Mal, dass ich sowas erlebe, dass der Bot die meisten Kills hat. Und als Info, diese Automatik-Geschütztürme, die du zum Beispiel gestellt hast, nach einer gewissen Zeit musst du die auch wirklich nachladen, weil dann deren Munition verbraucht ist. Okay. Alter, ich bin mit 30 gerade mal.
Keine Munition, man, übrig. Die Munitionskiste oder nicht? Die Munitionskiste verschwindet nicht. Okay. Ist unendlich dann. So, für den Weg zur anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr mal hier in den Container, die ich eben aufgemacht habe, nochmal drinne gucken wollt. Hier ist noch ein MG, ein schweres, noch eine Kettensäge. Kompakte Schrotflinte. Wie gesagt, die PDW. Ein bisschen so eine Art MP7 als Sekundär. Aber immerhin, Kevin, Respekt an dich, du bist an dieser Stelle fast tot. Ja, ich habe eigentlich relativ wenig an Leben verloren. Das sah eben noch anders aus. Ja, irgendwann lernen, versuche ich es ein bisschen zu lernen. Hier ist noch was. Für eure Ausrüstung. Gas. The pipe. We can climb over it to get inside. Fans ain't working. Is on a PDW. We got a fan switch here. Let's get this aired out. Jeden sehr empfehlen. Das ist eine gute Waffe. Is working. Gas dropped. Yeah, but only by one floor. Let's head down a level. So. Ich kann doch nicht mal meine Kettensäge ausprobieren, weil die Gegner weggeschossen werden. Das kannst du gleich, weil wie du ja eben schon mitbekommen hast, kommen wir gleich die ganzen Gegnerwellen. He had me. Shit. This vent panel's missing a key. Stevie, what do we do? Now, unless you can breathe poison, I'd start searching dead workers for a key. Spread out and look for the key. Gas doesn't even touch the Zeke. Kevin, wie das ausschaut, ey. Will jemand Schnetzeltes? Ich hab hier so einen Döner, warte, bitte. Ein Zombie-Döner. Okay, I'm good. We ain't leaving till we find the key. This guy doesn't have the key. Guck mal, der ist ein Verbackter. Wicker. Der ist weg. Hier ist noch was für eure Ausrüstung. So viel elektrische Vermeidung. Ich bin da eben vorbeigelaufen, da war ja keiner, wollte ich aus dem Raum rauslaufen, war da einer. Das ist das, worüber sich halt die Community ein bisschen aufregt. Diese Zufallsspawns oder was? Wie bitte? Diese Zufallsspawns, ne? Nein, nicht direkt Zufallsspawns, die Spawn sind eigentlich teilweise an der gleichen Stelle. Wenn du die Level öfters gespielt hast, weißt du dann irgendwann auch, wo die Creeper ungefähr sitzen.
Aber das Ding ist, du kannst einen Creeper killen, gehst 5 Meter weiter in diesem Raum, gehst zurück und dann kommt der Creeper wieder. Dann siehst du wirklich direkt, wie der vor dir dorthin gesetzt wird. Ja. So, wenn du bei Minecraft einen Zombie vor deinen Augen spawnen lässt, weißt du? So, genau. Döner. So war das Laune gerade. Hallo. Oh, schau, ich kann die Kettensäge nicht benutzen. Dann ist sie leer. Verdammt. Ich hab einen Bullen. Ach, der ist oben. Ich hör einen Schleicher. Du bist ein Bulle oder so? Weil du was Rotes, also rot angezeigt hast. Ich gehe mal kurz runter ins Gas und durchsuche die Leichen. Ja, mach das. Ich bin gerade im Gas und mach schon. Gut, ich bin, hab auch grad schon eine Leiche durchsucht. Gut. Du musst dann gleich hochkommen und das Ding aktivieren. Mach ich gerade. Ja, ich habe einiges weggeschossen, was das mit Hollywood kam, aber es ist halt ein bisschen was durchgebracht auch. Im Nachladen zum Beispiel ist ein bisschen was durchgegangen. Jetzt haben wir einen neuen. Einen vierten Spieler. Hier muss ja was aufgebaut werden. Da ist ein Sportkarabiner. Nee, nee. Wir müssen hier einfach nur warten auf die anderen. Ich brauche Sturmkarabiner. Achso, Sturmkarabiner. Wenn irgendwo steht aufbauen, bedeutet das, dass wir uns alle vier sammeln müssen. Okay. No noise. Bleib mal kurz stehen, Kevin. Bin da. Na gut, halbe Leben habe ich noch. Ja, Kevin, Respekt, ich bin eifersüchtig auf dich. Wieso? Du hast eine eigene Mama, die dich heilt immer. Ja, ist doch geil. No choice but up. Hier ist, finde ich schon wichtig, mit so viel Leben wie möglich durchzulaufen. Bist du durch? Oh, jetzt kommt der Random mich hinterher. Wollen wir ihn kicken oder? Ja, gleich. Nee, weil wenn er nicht kommt, dann geht's nicht weiter. Das ist das Problem. Ja, kick mal den. Ah, jetzt ist er da. So. Hier ist noch was für die Ausrüstung. Welche Klasse spielt ihr denn eigentlich? Okay, der spielt Revolver hält. Das ist Level 1. Hier ist eine Maschinenpistole. Oh, hör mir mit. Dann will ich mal Munition auffüllen noch nebenbei. Zack. You see that vent? Train could be on the other side. Hier ist auch nochmal Ausrüstung. Where are you hiding,
Sturmkarabiner. Oh, endlich. Hier ist auch noch eine verwechselte MP. Wie gesagt, kann ich nur sehr empfehlen in dem Spiel. No noise. A gun is a gun. Nimm ich mit. We're back in the hub. Well, I've underestimated you. If I was a betting man, I'd have just lost my ass. Now open the door. We'll hit the door switch. Da oben ist schon mal zum Beispiel schon die erste Verteidigungskiste. Ja. Wäre auch von Vorteil, wenn du wieder die gleiche Tür aussprengst wie eben, Kevin. Warte mal. Ich muss jetzt mal zu euch da irgendwie hin. Wo bin ich in der Lage? Ach, hier dann. Ich brauche Hilfe. Nein. Oh, danke. I'm gonna blow the door. Hier ist noch meine Kettensäge. Kavabums, aufgemacht. Hier ist Verbandskasten. Weiter. Jo. Ach, geht's schon los, oder was? Dann hat der Random anscheinend gestartet. Ja. Wow. Gott, Zugbeschützen. Ich schaff's nicht alleine. Ich helf schon. Die nächste kommt hinter euch. Also da oben, wo der... Wo du stehst. Oder? Ist down. Okay. Ist irgendwo Munitionskiste? Ja, drinnen. Ah, da. Okay. Ich helfe gerade mal dem Mandy da eben kurz aber aufzuräumen. Wir wollen in den Zug hier rein, wir wollen in den Zug hier rein. Ja, ich helfe gleich, ich muss erst mal kurz das Hab hier oben gerade ein bisschen zu tun. Kriegt das hin? Es ist keiner mehr am Zug. Okay. Oh nein, er kommt zum nächsten 100 wieder. Ich brauche Munition. Scheiße. Ich bin auch gerade dran, ja. Ja, bring mich in den Zug ein, jetzt brauche ich Hilfe. Ja, ich bin schon wieder. Ich gebe mir gerade Mühe. Du musst jetzt nicht so einfach hin und her zu switchen. Mhm. Und weiter an. Son of a... Who shot me? So. Yeah, baby! Oh Gott. Sauber. Sauber, jetzt darfst du schon nochmal neu starten. Ich hoffe nicht. Und so funktioniert es, wenn man nicht stirbt. Und das war auch einfach, Alter. Naja, man muss doch sagen, dass die Absprachen, dies, das, tralala, nochmal anders sind, wenn alle das schon mehrfach gespielt haben. Ja, da ist die Kommunikation anders, die Spezialisierungen sind anders. Da ist die Absprache einfach.
Aber wir ungefähr wussten, wie es jetzt diesmal funktionieren muss. Diesmal hat's gepasst. Diesmal haben wir uns auch ein bisschen anders angestellt eben. Das war eben beim ersten Durchlaufen ja. Ich hab's auch nicht gewusst, dass man den Zug beschützen muss. Ja, aber so lernt man halt. Gut, dann mache ich hier gerade den nächsten Cut.